So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Let's Play Yu-Gi-Oh! Die heiligen Karten. Ich begrüße euch zurück zu meinem neuen LP. Was heißt neu? Inzwischen ist es, glaube ich, die 9. oder 10. Folge. Wir müssen nochmal in den Karten laden, weil ich ganz gerne noch eine Karte kaufen würde. Ich hoffe, ich finde sie spontan. Und zwar ist es eine Karte, die uns später sehr, sehr oft aus der Klemme helfen wird. Da ist übrigens Nemoriko, die ist auch ziemlich gut, die Karte. Details. Ein schlafendes und in magischen Schall gewickeltes Kind, das alle feindlichen Monster auf dem Feld betäubt. Eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, das kaufen wir. Doch, ich kaufe es mal. Zweimal, wunderbar. Sie könnte es vielleicht noch mit anderen Monstern tauschen. So, ganz genau gucken. Ich suche nämlich eine meiner Lieblingskarten in dem Spiel und auch eine meiner Lieblingskarten in Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses, und zwar suche ich Kairyo Shin. Kairyo Shin hat in diesem wie in Duelist of the Roses einen wundervollen Effekt, und zwar kann es das Feld in Umi verwandeln, wodurch es sich selbst einen monströsen Angriffs- und Verteidigungsbonus gibt. Und einigen unseren Karten auch. Da haben wir ja einige Wasser- und Karten insgesamt haben. Aber ich finde Kairyo Shin nicht. Normalerweise ist Kairyo Shin immer. Oh, guck mal, der Torwächter. Einmal Details bitte. 255. Krieger Gottheit. Nicht schlecht. Na egal. Wo bist du, mein Schatz? Komm her zu mir. Das sind ganz viele Wassermonster, ne? Siebenfarbiger Fisch. Hier hinten ist Wasserdrache. Hier haben wir den weißen Delfin. Hier haben wir schöne Herren und so. Aber kein Kairyo Shin. Hier ist die rote Riesenseeschlange. Kein Kairyo Shin. Bisschen schockiert. Wenn wir kein Kairyo Shin finden, dann müssen wir wirklich mal die Passwortmaschine benutzen. Das gibt's doch gar nicht. Ich wette, ihr habt schon Kairyo Shin gefunden und schreit jetzt rum, oh, da ist er doch, da ist er doch, du scheiß Blindfisch. Ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, noch ein Hexenlanding, das wäre dann der dritte. Brauchen wir auch unbedingt. Hexenlandinger haben uns bis jetzt richtig gute Dienste erwiesen. Die ganze Tributmonster, vielleicht finde ich sie hier. War nicht gefunden. Hier vielleicht. Kairyo Shin, komm raus. Komm raus, du Wurst. Kein Kairyo Shin. Ziemlich schade. Kann ich dir das auch helfen? Nein, kannst du nicht. Gut. Trotzdem haben wir ein, zwei Karten. Hab ich ein, zwei Karten gekauft, die wir gebrauchen können. Was haben wir, den Hexenlehrling? Nemoriko haben wir ja schon zweimal im Deck. Nee, haben wir nicht. Nemoriko nicht im Deck. Wir haben Nemoriko rausgenommen. Macht aber nichts. Wir haben Mystische Hand im Deck. Ich kann mal raus. Nee, haben wir gar nicht im Deck. Ha. Hab ich gerade falsch geguckt. Pinguinritter, ja, der kann drin bleiben. Hier haben wir Mirigos Licht. Okay. Wir sind ja eben Stamm gerade. Ich würde sagen, schwarzes Loch kann langsam mal raus, oder? Schwarzes Loch eigentlich nicht. Das bleibt erstmal drin, weil wenig der Kosten und so. Was habe ich denn gerade nochmal gekauft? Wir haben auf jeden Fall den Hexenlehrling gekauft. Der Hexenlehrling muss auf jeden Fall rein. Wir haben gerade nur einen Hexenlehrling gekauft, oder? Das kann ich mich nicht erinnern. Da, Hexenlehrling. Deck. Was kommt raus für den Hexenlehrling?
irgend so ein Schwarzkackmonster. Was bist du für ein Monster? Du bist ein Insektwaldmonster. Ich würde sagen, du kommst jetzt mal raus. So. Stamm. 33, wir machen sogar noch Gewinn, ey. So, Hexe, ey. Wunderbar. Was haben wir jetzt noch so? Was ich mal vielleicht vergessen habe? Nö. Alles gut, wunderbar. Hexenerde. Und jetzt Uhrturmplatz. Und ich würde sagen, ich speichere mal lieber nochmal. Sicher ist sicher. Also. Ich merke mir für die nächste Folge einmal den Code raussuchen für Kairioshin. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal. Ey, ich möchte gerne. Ne, gar nicht. Ich möchte nochmal zum Uhrturmplatz. Ich wollte nämlich nochmal zu in den Kartenladen von Yugis Großvater. Hallo. Ach Mensch. Wer bist du denn? Hi. Hallo, Joey Wheeler hat mir von diesem Laden berichtet. Auch ich bin Duelland. Die Stammkunden hier sind alle sehr stark. Mit neuen Karten werde ich vielleicht auch stark. Um uns zu duellieren. Tut mir leid, aber ich muss leider ablehnen. Mit meinem Deck kann ich dich nicht schlagen. Ha? Er kam mit Joey hierher. Ich glaube, sie trafen sich und wurden Freunde. Ey du, du kannst das Spiel daheim speichern, Dennis. Blicke zum PC auf dem Tisch und drücke den A-Knopf, natürlich. Oh, jetzt ist Namu weg. Na gut. Nichts Besonderes hier also. Ich würde sagen, dann... Oh, jetzt können wir plötzlich zur Brücke gehen. Gut, gehen wir mal zur Brücke. Oh, Seto Kaiba. Würmer, geht mir aus den Augen. Bah! Hm. Kein bisschen Widerstand. Widerlich. Du bist Yugis Komplize. Hör mal, sag Yugi dies von mir. Ich nehme deine Herausforderung jederzeit an, okay? Warum erst auf das Turnierfinale warten? Sag ihm, dass unser nächstes Treffen sein Ende ist. Was für ein Spasti. Im Ernst. Hey du, geht's dir gut? Arg. Er ist zu stark, Seto Kaiba. Ich habe gegen so viele andere Duellanten gespielt, aber er gehört in eine ganz andere Kategorie. Wollen wir uns duellieren? Warte, ich kann jetzt nicht. Nach dem Duell. Okay. Hey, wer bist du? Hallo? Hast du das gesehen, Seto Kaibas Duellstil? Das ist ja absolutes Können. Wirklich beeindruckend. Wollen wir uns duellieren? Was? Ein Duell? Ja, klar. Gut, dann können wir mal die Antekarte setzen. Und wir sind an der Reihe. Sehr, sehr angenehm. Dann werden wir mal den Krötenmeister spielen und seinen Effekt aktivieren. Außerdem werden wir mal den Maskentrock spielen und den Zug beenden. Mal gucken, was er so spielt. Hinotama wurde aktiviert. Und mit dem Zug kriegen wir. Wunderbar. Und Langarm-Dingens Nummer 1. Scheinbar. Wunderbar. Oh, wir haben Langangreifer Nummer 2 mit 850 und Langangreifer Nummer 1 mit 900. Interessant, sehr interessant. Na gut. Da würde ich sagen, wir spielen mal den Hexenlehrling, aktivieren den Effekt. Und greifen mit dem Krötenmeister mal den Langarmgreifer an. Und machen dann noch gute Schaden. So, Zugende. Nichts passiert bei unserem Gegner. Wir spielen Doron und aktivieren den Effekt direkt. Wir haben jetzt zwei neue Monster auf dem Feld. So, Angriff mit dem Brückmeister und Angriff mit dem Hexenlehrling. Zug beendet. Nächste Runde. Unser Gegner spielt wieder nur eine verdeckte Verteidigungskarte. Dann spielen wir noch die flüssige Bestie, greifen mit einem Doron an. Da passiert nichts, greifen mit der flüssigen Bestie an. Greifen nochmal mit Doron seine direkten Lebenspunkte an, greifen mit dem Hexenlehrling und mit dem Krötenmeister nochmal seine Lebenspunkte an. Und Zug Ende. Nächste. Ich würde sagen, wir machen nix und greifen nochmal mit Doron an. Pinguinritter wird besiegt. So, mit flüssiger Bestie greifen wir seine Lebenspunkte an. Und Doron greift auch nochmal seine Lebenspunkte an. Und der Hexenmeister greift nochmal seine Lebenspunkte an. Wir machen einen genauen Nullsieg. Wunderbar. Da geht er keine Lebenspunkte mehr. Duellsieg. Die Kapazität ist 605 gestiegen. Du hast 475 Domino erhalten. Du hast Maskenclown bekommen. Übrigens, ich möchte noch eine Kleinigkeit ergänzen. Ich habe ja in der ersten Folge gesagt in dem Spiel, vernichtend geschlagen. Ehrlich gesagt kann ich mich von dem Anblick von Kaiba kaum noch konzentrieren. Sein Duellstil, wahnsinnig. Also,
Ich habe ja gesagt, im ersten und noch mehr Gegners. In der ersten Folge habe ich ja gesagt, ja, hier eins der besten Spiele zusammen mit Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories und Duelist of the Roses und Yu-Gi-Oh! The Destiny, Kirby the Revenge und Joey the Passion. Aber eins fehlt noch, und zwar Yu-Gi-Oh! Nightmare Troubadour. Das ist auch ziemlich cool, das Yu-Gi-Oh! Spiel. Heißt auf dem Game Boy, auf dem Nintendo DS damals rausgekommen. So, hallo, du Augen. Egal. Also das ist auf jeden Fall zu Augen. Hi, ich suche meinen kleinen Bruder. Er ist klein, aber gut im Spiel. Er ging von zu Hause fort, um ein Turnier zu spielen. Ich suche ihn, kann ihn aber nicht finden. Ich mache mir Sorgen. Möchtest du ein Duell zur Ablenkung? Tut mir leid, dafür habe ich keine Zeit. Okay, dann nicht. Hi, ein Duellant? Sogar hier? Nein! Hey, willst du ein Duell? Was? Du willst also ein Duell? Okay, fangen wir an. Nächstes Duell. Schattengespenst als Antekarte. Unser Gegner ist allein und spielt den Wassergeist im Angriffsmodus. Ich bin echt fasziniert, weil ein Wassergeist, und wir haben gerade die elektrische Schlange gezogen, also können wir den Wassergeist einfach so besiegen. So, und der hat natürlich unseren Langarm, Quatsch. Und der Langarmgreifer Nummer 1 von unserem Gegner hat unsere elektrische Schlange besiegt. So, wir haben aber Raigeki gezogen und spielen nochmal Verteidigung und Stoppen. Als nächstes aber den Hexenlehrling mit dem Effekt aktivieren. Plötzlich haben wir mehr Angriffspunkte als unser Gegner, können ihn aber leider nicht angreifen. Hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes. Nein, er spielt eine zweite Karte, verteidigt den Verteidigungsmodus und legt den Langarmgreifer auch in den Verteidigungsmodus. Dann werden wir mal den nächsten Hexenlehrling aktivieren mit seinem Effekt und weiter aufpowern. So, jetzt haben wir eine 1500 ATK. Exenerling, und er hat einen zweiten Langangreifer Nummer 1 gespielt. So. Als nächstes wieder eine verdeckte Karte. Ich war gerade schon wieder raus. So, dann spielen wir mal als nächstes unseren Langarmgreifer und ich attackiere mit unserem Langangreifer seine Langarmgreifer. Wir besiegen ihn. Unser Hexenlehrling macht die nächste verdeckte Karte kaputt. Und unser ultimativer Hexenlehrling greift seine Lebenspunkte direkt an. Er ist an der Reihe. Er spielt eine Karte verdeckten Verteidigungsmodus. Dann spielen wir mal Kanonen Dama in den Angriffsmodus. Und unser Langangreifer zerstört den wütenden Wächter. Und Kanonen Dama sowie unsere beiden Hexenlehrlinge können unser direkte Schadenspunkte hinzufügen. Wunderbar. Und er ist an der Reihe. Mal gucken, er spielt. Irgendwas in Verteidigung, so wie immer. So. Wir spielen ins Gelängel und aktivieren jetzt Verteidigung stoppen. Gucken, was er da liegen hat. Er hat da. Heißt er eigentlich? Kani Kabuto. Ich verstehe. Kani Kabuto legen. So, er hat noch 2950 Angriffspunkte. Lebenspunkte. Das wird reichen bei uns. Dann werden wir jetzt mit Skelengel mal seinen Käfer hier angreifen. Und werden mit Kanonendame angreifen. Greifen mit unserem Langarmgreifer an. Und werden mit unserem Hexenlehrling Nummer 1 seine Lehrlingspunkte ausradieren. Und du, Elsie, die haben jetzt 605 gestiegen. Wir haben 581 Domino erhalten. Du hast Schießfelsen bekommen. Aha, Schießfelsen also. Ja, grrr, gut gespielt. Hast du noch was zu sagen? Du hast eine sichere und ruhige Hand, Kleiner, aber es gibt viele andere, viel stärkere als dich. Und viele haben sich zum Turnier versammelt. Nimm den Gegner nicht als garantiert hin. Was? Gut. Nehme ich den Gegner nicht als garantiert hin. Was soll's? Ey! Oh! Oh, hi! Du, Beretz. Duell. Interessant. Gut. Hier ist unser Schattengespenst, falls du gewinnen solltest. Das ist meine mächtigste und seltenste Karte. Gut, er hat gerade was in fertiger Verteidigung gespielt. Wir haben unsere Maske der Finsternis gezogen und greifen damit mal direkt an. Es war Dredeck. Unsere Maske der Finsternis hat ja einen Feldpower-Vorteil auf dem Yami-Feld von Dukalas Feld. So, wir haben hier einmal Raigeki.
Das Ding wird verdeckt. Dann spielen wir mal den Krötenmeister, aktivieren seinen Effekt. Dann greifen wir mal mit dem Schleimfrosch an und nichts passiert, weil es ist wieder verdeckt. Gut, dann greifen wir mit der Maske fest. Wir haben leider diese Runde keine Lebenspunkte unseres Gegners angegriffen. Und unser Krötenfrosch wurde von Machine GW, keine Ahnung, Machine Gewehr vernichtet, schon klar. Gut, als nächstes spielen wir dann mal Doron und aktivieren Dorons Effekt. Während Doron sich jetzt selbst klont, können wir mit dem Krötenmeister mal angreifen und machen mal 120 Schadenspunkte. Und die Maske der Finsternis macht den Rest mit 1071 Schadenspunkten. Nächste Runde. Unser Gegner spielt Wiederbelebungsschleim. Und, Wiederbelebungsschleim werde ich mir auch noch kaufen. Weil der kann nämlich genau dasselbe machen wie Doron. Das hat er gerade eindrucksvoll bewiesen. So, als nächstes spielen wir dann mal den Pinguinritter. Und wir aktivieren Raigeki, weil der Wiederbelebungsschleim mir viel zu stark für uns ist. So, dann greifen wir an mit Maske der Finsternis. Wir greifen an mit dem Brötchenmeister. Wir greifen an mit Doron. Wir greifen an mit Doron. Und wir greifen an mit dem Pinguinritter. Wunderbar, 1740 Lebenspunkte nur noch von unserem Gegner. Und weiter geht's. Krötenmeister wurde aktiviert. Schleimfrosch wurde heraufgeschworen. Nein, sag nicht sowas. Ist ja nicht so, als wenn wir sowas aufmachen. So, wir haben hier Finsternis naht, aber das brauchen wir nicht mehr. Denn wir haben jetzt einmal mit unserem Maske der Finsternis greifen wir die geirrten Krötenmeister an. Dann greifen wir mit dem Pinguinritter den Schleimfrosch an. Und dann können wir mit unseren restlichen Karten Doron und Doron sein Lebenspunkt auf 0 bringen. Und du Elsieg. Und die Kapazität ist 36 gestiegen. Du hast ca. 10.000 Domino erhalten. Du hast Wiederbelebungsschleim bekommen. Perfekt. Das können wir sogar in unser Deck tun. Hat aber irre viele Kosten. Warum mischst du dich immer in unsere Angelegenheiten? Was willst du eigentlich? Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Narek Ishtar. Merk ihn dir. Wir wollten im Turnier nur Karten sammeln. Die ultimativen seltenen Karten. Wer unsere Pläne veraltet, kann keine Gnade erwarten. Ich habe deine Duelltechnik studiert, deine Bewegung. Du scheinst Freunde zu haben. Sei nett zu ihnen, solange du noch kannst. Fahahaha. Tschüss. Und er ist wieder umgekippt. Hallo. 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 Können wir da weiter? Nee. Lebst du noch? Gar nicht. Können wir hier weiter? Nein, können wir auch nicht. Na gut. So. Das war's dann ja wohl. Hey, du bist neu. Wollen wir uns duellieren? Mein geliebter Seto Kalba hat ja hier gekämpft und wie gerne hätte ich seine fantastische Form gesehen. Alter, was bist du für ein Blut gekommen? Wir kämpfen. Was? Ein Duell mit mir? Okay. Behandle mich nicht wie eine gewöhnliche Fan. Ich bin der Schaumlich C. Natürlich. So, Schattengespenst als Antkarte. Und wir spielen direkt die Säurefalle. Wir spielen Verteidigung stoppen und wir spielen die flüssige Bestie. Und unser Gegner ist dran, unsere Gegnerin, unser kleines Groupie in dem Fall. So, wir haben Kanone Dharma gezogen und greifen damit direkt an. Und als zweites wird die flüssige Bestie ihre Lebenspunkte ein wenig dezimieren. Zug Ende. Unser Gegner ist an der Reihe und spielt etwas in die verdeckte Verteidigung. Das ist kein Problem für mich, denn wir spielen jetzt als nächstes Muka Muka und greifen mal mit Muka Muka aus, was passiert. Und sie hat ein Dorova gespielt und wir müssen leider nochmal mit Kanonendame angreifen und nochmal mit der flüssigen Bestie nochmal Lebenspunkte abziehen. Schade, da hätte man mehr machen können, aber das macht jetzt. Die Falle, um die es sich handelt, ist die Säurefallgrube. Lange Angriff Nummer 1 verschwindet. Alles klar, Veritz ist an der Reihe. Gut, wir spielen mal Finsternis Naht und tributieren Muka Muka und spielen dafür Morinfern. Und jetzt greifen wir mit all unseren Monstern mal ihre Lebenspunkte an. 2700 hat sie nur noch. Wunderbar. Sie ist an der Reihe. Sie spielt rote Medizin. Sie kriegt 500 Lebenspunkte wieder. Das wird sie bestimmt retten. So, dann spielen wir mal den Verwandlungskuh und greifen damit direkt an und hat natürlich nicht geklappt. Schade eigentlich. So langsam müssen wir damit rechnen, dass sie mal etwas stärker sind als 300 Verteidigungspunkte. So, okay. Dann noch eine Runde. Der hat den langen Angriff Nummer 2 gespielt. Sehr interessant. Und hat damit unseren Verwandlungskuh
zerstört. Wir spielen den Krötenmeister und beschwören uns einen Schleimfrosch und töten seinen Landangreifer mit unserem Ringfern. Und du, Elsie, der Gegner, keine Lebenspunkte mehr. Kapazität 6 und 5 gestiegen, du hast 574 Domino erhalten. Du hast antiker Hexenmeister bekommen. Den finde ich gar nicht so geil, den lassen wir weg. So, oh je, ich habe verloren. Du bist ganz schön stark, aber nichts im Vergleich zu Kaiba. Natürlich nicht. So, ich würde sagen, oh, wir haben zwei neue, einmal Aquarium, einmal Gebäude, natürlich. Aber ich möchte einmal ganz gerne zum Uhrturmplatz und speichern. Und in der nächsten Folge werden wir dann noch etwas unser Deck editieren mit Kairo Shin und den Wiederbelebungsschlag und werden dann mal die neuen Gebiete abklappern. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.